Ich werde ein bisschen was Persönliches sprechen. Schon so lange ist da dieser große Schmerz, eine innere Faust, die zum Kampf ruft, gegen Menschen, die anders sind, die uns bestimmen wollen, die anders handeln, als ich es ertragen kann, die mich und meine Liebsten bedrohen, unser Leben bedrohen, in den Grundfesten erschüttern. Immer stärker spüre ich die große Müdigkeit, seit so vielen Monaten in dieser Weise zu kämpfen, gegen diese Wand des Unverständnisses, der Gewalt, Spaltung des Hasses anzurennen. Mein Verstand hat keine Antworten mehr. Mein Verstand weiß nicht mehr weiter. So halte ich inne, bleibe stehen und stelle mich der Wahl, Kampf oder Liebe. Und für mich bleibt hier nur eines. Ich kehre zurück in mein Herz, in die Stille dort, und ich öffne es weit, indem ich nur atme, einatme in mein Herz, ausatme durch mein Herz und loslasse. Dieses Einlassen und Loslassen, mein Atem, sprengt diesen Panzer aus Angst, Verstecken und Kämpfen. Ich öffne meine Faust und ich atme. Und nun spüre ich, was mein Herz mir sagt. Spüre ich die leisen Wellen der Liebe für alles, was ist und sein wird. Und in meinem Herzen taucht ein altes Gebet auf, was ihr alle kennt. Sorry. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist. Gib mir die Kraft, die Wahrheit zu sagen, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis herrscht. Herr, erinnere mich daran, dass ich nicht danach trachte, getröstet zu werden, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Und nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Uschi, ich bin zutiefst dankbar, dass du so viele Menschen zusammengebracht hast, sprichwörtlich auf den Weg gebracht hast, vor einem Jahr mit der ersten Mahnwache hier in Elzach. Aus dieser Wut, Verzweiflung heraus über die Folgen, die diese Maßnahmen haben und hatten. Ich bin zutiefst dankbar, einen neuen, anderen Weg gehen zu dürfen, in Begegnung mit vielen anderen, vor allem neuen, nun zu Freunden gewordenen, mit einem Bemühen und stetigem Ringen um Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Verstehen, mit einer tiefen Liebe zum Leben und der Natur, die uns umgibt. Gemeinsam stärken wir uns, zu den Wesen zu werden, die wir schon immer waren und sind. Wir stärken uns darin, unsere Begabungen und Talente einzusetzen, für die Gemeinschaft von uns allen, für ein neues Sein und Miteinander, jeder auf die ihm eigene Weise und in seinem eigenen Vermögen. Lebendige Wesen der Freude und der Traurigkeit, des Lachens und des Weinens, des Liebens und Geliebtwerdens, der Musik und des Tanzens und der Stille. Nichts ist unmöglich, denn wir sind Wesen der Liebe. Danke.